Willkommen zurück zu Final Fantasy VIII Remastered. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen. Checkt auch bitte die Links in der Videobeschreibung einmal zu meinem Twitter-Account, da poste ich jeden Tag, wenn und wann mein Livestream online geht. Und einen Link zu meinem Livestream, denn ich streame mittlerweile täglich ab 18 Uhr und würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Wir befinden uns hier in der letzten Folge von Final Fantasy VIII. Und ihr seht schon, was ich hier tue. Und zwar bin ich mit dem einen Team vor die Kapelle gelaufen, vor den Brunnen und wechsle das Team um. So, jetzt gehe ich mit dem Team vor die Galerie. Das müsste jetzt hier der Raum sein. Denn wir wollen jetzt, bevor wir uns um Artemisia kümmern, noch einen optionalen Boss machen. Dadurch gehen wir hier hin. Ziehen hier an diesem Seil, Glockenseil, wie auch immer. Dadurch läuft ein Timer. Jetzt haben wir eine gewisse Zeit, in der das Monster eben da ist. Und wir es bekämpfen können. So, wechseln hier vorne wieder direkt das Team. Müssen hier natürlich schauen, dass Xell wieder sein Zeugs zurückbekommt und Xell auch wieder volles Leben hat. So, dann wollen wir mal. Da haben wir ein Omega Weapon. Ist nämlich. Oh wow. Wo ist nämlich der Gegner, den wir jetzt bekämpfen wollen? Optionaler Boss. In Artemisias Schloss. Auch auf Squall. Passt auf Squall. Und schön Multi in sein Gesicht. Wenn die anderen beiden halt versuchen, eben zu heilen. Es gäbe noch die Variante, in der wir einen Heldentrank auch benutzen können. Heldentrank haben wir bekommen, indem wir Cypher ja besiegt haben. Zweimal. Dadurch haben wir zwei Stück. Zum Beispiel. Danke. Ansonsten heile ich mit den anderen beiden einfach. Weil ich brauche auf jeden Fall maximales Leben. Er hat eine Attacke, die kann uns locker flockig one-hitten, beziehungsweise uns auf 1 HP bringen, weil die zieht 9998 ab. Und die ist sehr ungemütlich. Eine Attacke, die will man so nicht abbekommen. Ich glaube, das ist die hier sogar. Herzensbrecher, nice. Eigentlich wäre das jetzt eine gute Zeit für Heldentrank auf Squall, weil er 1 HP hat. Das heißt, so oder so hätte er dann immer Multi. Wenn Glück haben, reicht es, weil das sind alles 10.000er Hits. Aber es reicht nicht, ich glaube, er lebt noch. Würde ich gerne noch einmal, bevor er angreift, Multi machen, weil ansonsten sind wir ziemlich kaputt. Ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert. Sehr gut, okay. Er macht nur Gravit irgendwas, das heißt, Squall verliert sowieso kein Leben. Das war nice. Hubspalter, ja. Herzensbrecher wäre mir lieber gewesen, bin ich ganz ehrlich. Aber wir haben gewonnen. Gut. Ohne Heldentrank. Krass. Ich dachte, ich würde eigentlich die Variante mit Heldentrank zeigen, aber hätte sich nicht viel verändert. Also da wäre auch idealfalls Squall 1 HP runter. Dann Heldentrank. Und dann hat er nämlich erstmal eine ganze Zeit lang Multi. Mit Heldentrank ist er unverwundbar.
Oh, Verzeihung, Alter. Mit Heldentrank ist er unverwundbar. Sehr, sehr nice. Okay, Omega Weapon ist besiegt. Somit bleibt jetzt nur noch Artemisia. Haben wir echt Glück gehabt mit dem einen Herzensbrecher. Also es hätte echt auch nach hinten losgehen können und wir hätten jetzt eine, noch mehr Multis gebraucht, weil halt eben Herzensbrecher nicht drangekommen wäre. Ist nämlich komplett random. Also glaube ich, es sei denn jemand kennt da eine, einen Trick, sage ich mal, wie Herzensbrecher häufiger vorkommen, dann bitte gerne in die Kommentare. Aber soweit ich weiß, ist das echt komplett random. Ja, und jetzt gehen wir zu Artemisia. Ja, machen wir jetzt den letzten Boss und dann gibt's sehr schöne Credits. Dann noch so ein kleines Fazit von mir und dann war's das auch schon wieder mit dem Let's Play. Krass, wie schnell es doch vorbei ist. Aber dazu kommen wir dann im Fazit. Wir müssen erstmal Artemisia besiegen. Das ist ja auch schon mal nicht das Einfachste. Auch nicht das Schwerste, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Gut, da wären wir eigentlich schon. Da vorne haben wir einen Speicherpunkt. Hinter dem Speicherpunkt Tür und Artemisia. Oh shit. Ja, gut. Fast vergessen. Wir speichern. Koppeln hier einmal bei Xerl noch etwas raus für Gegner 0%, weil das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich überlege gerade, was ich nehme. Auto Shell wahrscheinlich. Ja, warum nicht? In dieser Tür wartet Artemisia. Egal, wir sind bereit oder es ist noch zu früh. Wir machen egal, wir sind bereit. Eat. Seed, seed. Seed, seed, seed. Widerlich. Warum kommen sie mir in die Quere? Warum hindern sie mich? Bald wird eine perfekte Zeitkomprimierung eintreten. Ich werde es nicht dulden, dass man mich daran hindert. Ihr werdet darin verschlungen. Eure Gedanken werden auseinandergerissen, eure Hoffnungen erbarmungslos zerschlagen. Gefühle und Erinnerungen werden zerrissen, ich schicke euch in die Welt der Leere. Es gibt nichts, was ihr dagegen. Nein, eines könnt ihr tun. Mich als einzige wahre Existenz verehren. Nun, wer will als erster? Wer wagt es, mich herauszufordern? Ha, gleichgültig wer. Ich werde die Wahl treffen. Und da sind wir auch schon wieder. Ah, sehr schön. Dritter Versuch gegen Artemisia. Der zweite war auch wieder mehr als nur unglücklich. Nicht ganz so krass. Doch, er war krass schlimmer als der erste Versuch. Naja. Und wir haben wieder die dümmste Combo überhaupt, Mann.
Game, warum? Was stimmt nicht? Das ist die gleiche Kombo, die ich im ersten Versuch hatte. Mit Irvine. Das ist eben so die Sache hier in dem, an dem Bossfall, so sie entscheidet halt einfach, mit wem du kämpfst. Was nicht geil ist, um ehrlich zu sein, Leute, das... Weiß nicht, warum das ein nettes Feature sein soll. Hallo, ich hab gedrückt. What the... Okay. War anscheinend ein Fehler dazwischen. Naja, müssen wir auf Xel zurückgreifen. Die erste Form. Das Lustige ist, dass ich halt jetzt die ganze Zeit wiederhole, was ich sage. Denn ich wiederhole es auch nochmal zum dritten Mal. Aber ich cutte das ja raus. Ihr erinnert euch bestimmt an das Monster. Oder an die Szene vor dem Galbadia Garden, circa Ende CD2. Mit. Renoir und Squall wegen dem Ring, wegen dem Monster. Dass er auf dem Ring eingraviert ist. Und dieses Monster konnten wir umbenennen, beziehungsweise hatte er den Namen Griever. Und je nachdem, wie man es umbenannt hätte, genauso würde jetzt dieses Monster hier heißen. Denn das Monster, das wir jetzt hier vor uns haben, heißt nämlich Griever. Kleiner Fun Fact. Wir haben es noch geschafft in der Zeit. Zum Glück haben wir die Form erledigt. Das wäre jetzt sehr, sehr gut, denn er macht nämlich, bevor er verschwindet, eine finale Attacke, die nicht so wenig abzieht, ich glaube 4000 oder so. Somit haben wir gerade ziemlich Glück, dass er nicht vorher Gravia oder so benutzt hat. Ah, fuck, er lebt noch. Bitte sei jetzt erledigt. Aber man verschwindet schon mal, das ist gut. Ich habe Angst, ihn halt anzugreifen, wenn er davor Gravia macht oder so. Und dann kommt seine Attacke, sind wir ziemlich im Eimer. Bitte, Squall, bitte. Ach, warum schon wieder... Warum ist es dasselbe Pattern, was ich vorhin hatte? Solche. Ah, okay, nice. Oh, fucking Quistis, was mir sowas von egal ist. Das ist exakt dieselbe Kampfreihenfolge, wie sie im ersten Ding hatte. Ja. Ah, komm, ich hab doch Hallo. Egal. Gedächtnisverlust. Davor habt ihr Angst? Zeige ihnen deine wahre Macht. Zeige sie ihnen, Griever. Schockpulsar, gut. Quistis ist auf jeden Fall erledigt. Renoir, Xel überleben. Das ist gut. So gut stand es noch nie. Schön wäre jetzt noch, wenn Squall jetzt da wäre, statt Quistis, aber hey. Man kann nicht alles haben im Leben, glaube ich. So, sehr schön. Ich muss halt schauen, dass Renoir die ganze Zeit heilt und Xel hat eben Aura und Duell. So, jetzt koppelt sich Artemisia nämlich mit Griever. Okay, läuft soweit. Nicht perfekt, aber
So einigermaßen. Okay, jetzt erstmal schauen, wer kommt. Wenn es Squall ist, würde ich nämlich ihm direkt Aura geben. Alter, es ist exakt dieselbe Reihenfolge wie im ersten Versuch. Wow. Squall ist der letzte. Ich muss halt schauen, dass Renoir stirbt. Renoir. Quiz ist nicht. Mein Gott. Selfie. Er stirbt jetzt sowieso. Ah, fuck. Wohin geht dann Renoirs Attacke? Ah, ne, okay. Oh. Okay. Ich will einfach, dass sie tot ist, damit die Zeit bis ein anderer kommt. Kürzer ist, die Zeitspanne kürzer ist. Okay, das hätten wir. Jetzt kommt die letzte Form von Grievous, sagen wir mal. Er kann hier einfach Squall kommen, dann wäre es schon alles schon längst vorbei. Das sollten sie überleben. Kriege ich nicht raus. Sehr schön. Okay, Grievous ist down. Puh. Und dann, wenn man denkt, man hätte es geschafft, auf irgendeine Art und Weise, kommt das Spiel um die Ecke und sagt, nee, leider hast du es noch nicht geschafft. Leider hast du es noch nicht geschafft. Ich bin Artemisia. Ich verschmelze die Zeit. Ich verneine das Dasein. Freut mich für dich, Artemisia. Ich würde jetzt trotzdem gerne ins Gesicht hauen, wenn es dir genehm ist. Höllengericht. Keine Ahnung, wie krass das ist. Aber wenn es Max abzieht, dann bin ich ja eh tot. Ach ne, wir landen auf 1 HP. Ah, kein Vikra mehr. Wow. Wurde mir weggenommen, ne? Gerade. Mhm. Tolles Game. Wo ist Squall, wenn man ihn braucht? Nicht da. So, schön Regena erstmal. Ich muss gucken, ob ich ein Vitra habe oder sowas. Oder halt eben mit Xell heilen. Jetzt habe ich die falsche Attacke benutzt. Shit. Ich muss nur eine gewisse Zeit lang überleben. Okay, nice. Okay, geil. Schön auch auf Squall jetzt. Und jetzt könnte man sich sehr, sehr einfach machen, indem man Squall Heldentrank gibt. Wahrscheinlich werde ich das auch machen.
Ja gut, die anderen beiden sind jetzt eh tot, ne? Ach ne, Akamaland bei 1 HP. Ja, wie gesagt, wir machen das mit dem Heldentrank, weil ich bin jetzt schon zweimal gestorben und es ist schon sehr nervig dafür, dass es ja auch fürs Let's Play dient. Da will ich jetzt nicht super hart committen hier an der Stelle. Ja, komm, wir greifen normal an mit denen. Einfach Heldentrank auf Squall für die letzte Form. Wow, okay, 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 regt sich ab. Holy shit. Das ging gerade sehr schnell. Ja, für die letzte Form. Er hat 1 HP, das heißt Multi hat er so die ganze Zeit. Heldentrank hält auch nur... Hält, glaube ich, nicht unendlich. Bin mir gar nicht sicher. Aber sollte nicht für den ganzen Kampf reichen. Also, von Anfang bis Ende. Höllengericht. Jetzt will ich einfach nur... Damage machen. Und sie erledigen. Danke. Herzensbrecher? Oh, schade. Erinnerung aus ferner Kindheit. Ich glaube, wir haben sie bald. Wenn sie schon so labert. Jenes Empfinden, jene Worte, jene Gefühle. Mit dem Erwachsenwerden geht vieles verloren. Ja, Artemisia, freut mich unfassbar für dich. Und? Ah, Grobspalter. Zeit wartet nicht. Man hält sie fest. Und doch zerrinnt sie. Doch jetzt. Ist es aus. Alter, du blöde Kuh, ey. Lass uns zurück in unsere Zeit. Ah, es läuft automatisch. Nur mit der Ruhe, wir müssen uns den Ort vorstellen, an den wir zurück wollen. Nicht die falsche Zeitepoche erwischen. Aufpassen, dass wir nicht in die Zeitspalte fallen. Die Zeit, den Ort, den Menschen, den man liebt. An den Ort, wo ich mich mit Squall verabredet habe. Squall. Squall, wir gehen zusammen zurück. Wo bist du?
Wo? Squall, wo willst du hin? Ich muss sie finden. Squall. Mama? Entschuldigung, haben Sie einen kleinen Jungen vorbeilaufen sehen? Keine Sorge, er kann nirgendwo hin. Das glaube ich auch. Für ihn tut es mir leid, aber so ist es. Und jetzt sehen wir, was letztendlich passiert. Sie lebt noch? Eine Hexe? Ja, Mama. Ja, im Grunde wiederholt sich jetzt die Zeit. Ich dachte, wir hätten sie... Bitte zurück, Mama. Es ist gut. Sie brauchen nicht mehr zu kämpfen. Diese Hexe sucht nur jemanden, dem sie ihre Kräfte vererben kann. Eine Hexe kann nicht sterben, ohne ihre Kräfte zu vererben. Ich weiß es, weil ich auch eine Hexe bin. Ich werde ihre Kräfte annehmen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder zu Hexen werden. Ich kann noch nicht sterben. Mama! Ist es zu Ende? Wahrscheinlich. Du hast mich Mama genannt. Wer bist du? Ein Seed. Ein Seed vom Balam Garden. Ja, und so erfährt ihr ja nämlich von den Seeds. Seed? Garden? Der Garten und die Seeds sind deine Erfindung, Mama. Der Garten bildet die Seeds aus. Die Seeds kämpfen gegen Hexen. Was redest du da überhaupt? Du bist die Zukunft des Jungen, richtig? Mama. So, geh jetzt bitte. Du gehörst nicht hierher. Ich kann sie nirgends finden. Bist du alleine? Wer ist das? Das braucht dich nicht zu interessieren. Du brauchst nichts von all dem zu wissen. Der einzige Squall, der hierher gehört, bist du. Weißt du, wohin du gehen musst? Weißt du, wie du zurückkommst? Schaffst du das alleine? Ich schaffe das schon, Mama. Außerdem bin ich nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Weil ich Freunde habe, die mir antworten. Wo seid ihr alle? Renoir, wo bist du? Xels, Effie, Quistis, Irvine. Renoir! Bin ich alleine? Renoir, ich will deine Stimme hören. In welche Richtung muss ich gehen? Alleine kann ich nicht zurück. Renoir! Bin ich wieder alleine? Wo bin ich?
Sehr schön. Das war das Outro. Also jetzt gibt es noch ein kleines Outro. Ne? Auch mit Credits und so weiter. Werde ich mal mein Fazit rausposaunen, in der Hoffnung, dass ich da jetzt nichts rausschneiden musste, wegen Rechten und so weiter. Ja, ich glaube, so viel gibt es nicht zu sagen. Game ist 20 Jahre alt geworden. Ist ein Remaster rausgekommen. Hab's etliche Mal durchgespielt, allein jetzt innerhalb des Displays einmal und einmal kurz davor im Livestream, also. Und es macht immer noch Laune. Also ich habe es, keine Ahnung, wie oft schon durchgespielt. Und es wird einfach nicht langweilig so. Es gibt zwar Szenen, die sind nicht so geil. Da ist man froh, wenn man schnell durch ist. Aber der Spielfluss ist gut. Also gibt es definitiv nichts zu meckern. Ja, ich werde jetzt nicht groß auf Story und so weiter eingehen. Weil, ne, wie gesagt, Game ist 20 Jahre alt. Also denke ich mal, hier und da wird man Ansätze verstehen, gibt aber immer noch wieder, auch für mich, immer wieder Sachen, die, wo ich immer wieder was Neues sehe, immer wieder Spieldurchgänge, wo ich Neues erlebe, wo ich das Spiel besser verstehe oder die Story besser verstehe. Das ist schon geil, dass ein Spiel das immer noch erreichen kann, nach so und so vielen Jahren erstmal und dann auch, wenn man es halt eben so oft durchgespielt hat, dass trotzdem immer noch so Kleinigkeiten einem auffallen können. Das ist schon nice. Ihr könnt natürlich eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich brennend interessieren, wie ihr das Spiel findet. Jetzt kommen wir mal zum Remaster. Ich persönlich finde es unnötig, bin ich ganz ehrlich, tut mir sehr, sehr leid. Sieht zwar hier und da ganz nett aus, das Remaster, ja. Aber ich finde, es ist zu wenig. Da hat mir ein bisschen mehr gefehlt, allein hier so die Zwischensequenzen. Hätten doch noch ein Ticken polierter sein können. Ja, oder genauso wie die Oberwelt, wenn man da halt irgendwo rumläuft in der Stadt oder so, und dann einfach der Hintergrund der Stadt und so weiter, war halt einfach auch nicht, hat nicht gepasst zu den Charakteren, weil die waren ja gerendert, also waren geremastert. Sehr, sehr schade. Hätte ein bisschen mehr sein können, aber naja, gut, für Fans, glaube ich, ist trotzdem okay. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten lasst euch mit den restlichen Credits alleine, bis der Endscreen kommt. Von meiner Seite aus gibt es nicht mehr viel zu sagen. Mir hat es unfassbar Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut, das Let's Play zu haben für euch alle.
Hat mich auch sehr gefreut, das im Spiel gestreamt, im Stream gespielt zu haben. Mit euch allen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen. Checkt auch die Links in der Videobeschreibung. Einmal zu meinem Twitter-Account. Da poste ich jeden Tag, wann und wenn mein Livestream online geht. Und ein Link zu meinem Livestream, denn ich streame mittlerweile täglich um 18 Uhr. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Und wir gemeinsam diverse Spiele spielen. Wir können auch wenn ich mal ein anderes Spiel spiele, wir können immer wieder über was anderes reden. Der Stream ist da komplett offen, auch die Leute. Also ist nicht so, dass es da Tabuthemen gibt. Oder wenn wir jetzt Spiel A spielen, können wir nicht über Spiel B reden oder so. Spielt absolut keine Rolle. Wir sind komplett offen. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der da einschalten würde und wir uns eben einfach unterhalten können. Dementsprechend schaltet da doch bitte ein. Oder schaltet gerne ein. Ansonsten checkt einfach meinen YouTube-Kanal. Checkt mal aus, was da noch geht. Es findet ihr die etliche Games finden. Ansonsten, ja, abonniert. Bleibt auf dem Laufenden, es geht natürlich weiter mit Videos, Let's Plays etc. Ansonsten, wie gesagt, Livestream jeden Tag ab 18 Uhr wird immer irgendwas gezockt. Gut, das war's soweit von mir. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Haut rein!